Hamburg. Wie ihr gesehen habt, Sonntag 9 Uhr. Sonntag, das heißt trotzdem arbeiten. Jetzt geht's ab ins Studio, mit den Kunden arbeiten. Was kann ich sonst noch dazu sagen? Ob nun Sonntag ist, Montag, Dienstag, ist eigentlich egal. Wenn gearbeitet wird, wird gearbeitet. An den Zielen, an anderen Sachen. Heute ist Rest Day. Merke auch, dass ich relativ kaputt bin. Aber Cardio wird trotzdem gemacht. Nach dem Termin eine halbe Stunde auf dem Fahrrad. Slow and steady. Guck dabei ein bisschen YouTube. Christian Gooseman wahrscheinlich. Gucken, was der auf seinem Wettkampf gerissen hat. Ja. Und dann gucken wir mal, was der Tag heute noch so bringt. Interessantes. Jetzt gibt's erstmal Booster. Heute kein Monster. Es gab gestern bei Kaufland leider kein Monster. Deswegen gibt's heute den Edeka Netto Fake davon. Bis später. Sunday Work ist done. Es ist jetzt 18 Uhr, den ganzen Tag durchgearbeitet. Cardio noch absolviert, eine halbe Stunde. Bisschen noch Sonne getankt und jetzt wollen wir nur noch essen. Und ich habe gestern ja das Dönerbrot gemacht und ich dachte, heute mache ich da mal eine Pizza draus. Also den Teig noch ein bisschen größer gemacht. Ich zeige euch das mal. Das ist das Ganze. Den Teig habe ich jetzt schon 20 Minuten fertig gemacht. Da drauf ist jetzt noch 250 Gramm Bolognese als sozusagen als Tomatensoße, Zwiebeln, dann sind da drauf Pfefferbeißer, Low Fat und Low Fat Käse und vielleicht mache ich da gleich noch, ich habe noch Potato Wedges im Ofen, so eine Potato Thaler nach oben drauf, dann ist das so eine Pizza Western Style. Dazu gibt es auch noch ein paar Potato Wedges on the side quasi. Ich habe noch viele Macros offen heute. Das heißt, danach gibt es bestimmt noch mal ein Protein Eis. Ja, müsst ihr hinkommen. Aber das werdet ihr dann sehen. Und dann watchen wir mal wieder einen Film. Kingsman übrigens, wer es gestern gesehen hat, richtig geiler Film. Richtig, richtig guter Film. Kingsman, solltet ihr angucken, hat bei IMDb auch richtig gute Bewertungen. Ich glaube 7,9, was bei IMDb schon ein guter Film ist. Checkt's mal aus. Das Ganze kommt jetzt in den Ofen und dann seht ihr, wie das fertig aussieht. Pizza ist fertig, Essen ist fertig. Take a look. Das ist das gute Stück. Ja, sieht schon richtig geil aus. Noch Potatoes draufgekommen. Western Style halt. Potato Wedges noch dazu. Das wird das Meal sein. Contest Prep ist echt schwer. Na, wird noch kommen. Denke ich mal. So, ich werde jetzt die Pizza probieren und ich glaube, das war's für heute auch mit dem Vloggen. Morgen geht's endlich wieder ins Training. Freue mich drauf. Morgen Beine. Bis dann, Leute. Moin, moin, YouTube. Moin, moin, Welt. Es ist mal wieder Montag und ich bin auf dem Weg ins Gym. Allerdings zum PT. Beziehungsweise zu meiner Studioschicht, die ich auch noch mache. 7.15 Uhr. Jetzt sind es noch 4 Wochen bis zum Wettkampf. 4 Wochen und 2 Tage. Also nicht mehr lange hin. Gestern war nur Cardio angesagt, heute ist wieder ein Beintraining. Das heißt, ich werde aber erst mal 9 Stunden vorher arbeiten müssen. Mit allem drum und dran. Werde dann aber danach direkt ins Beintraining gehen, um dann noch eine große Mahlzeit zu essen und dann heute Abend noch 2 PTs zu machen. Dann falle ich um 10 zu Hause ein und dann gibt es vielleicht eine ganz kleine Mahlzeit und dann ist der Montag auch schon rum.
Also montags ist immer für jeden Trainer, Personal Trainer, immer der Tag, wo am meisten los ist. Deswegen versuche ich eigentlich da immer Rest Day zu machen, aber gestern schon Beine zu trainieren wäre nicht möglich gewesen, weil ich einfach vom zentralen Nervensystem völlig tot war. Mein Beinbeuger war auch noch völlig kaputt, von daher lieber smart einen Tag länger pausieren. Und heute bin ich auch schön ausgeruht, habe 9,5 Stunden geschlafen laut Body Media. Also sollte heute Power da sein. Dann seht ihr, davon seht ihr später mehr. Ich muss jetzt erstmal reinhauen. Und ja, ihr seht, was noch passieren wird. Was macht der geneigte Energy Drink User, wenn bei Rewe Monster im Angebot ist? 1 Euro nur. Da musste ich natürlich zuschlagen. Hab nur 4 genommen, weil ich einfach nicht so viel tragen wollte. Aber 4 sollten auch reichen jetzt für diese Woche. So, angekommen bei FedEx. Monster haben wir jetzt auch fast gekillt. Gute Musik ist immer wichtig vorm Training, finde ich. Also was mich angeht. Während des Trainings wird es jetzt keine Musik geben, weil halt Trainingspartner dabei. So, auf geht's, Beintraining. Und da sind wir auch schon im Beintraining. War ganz außergewöhnliches. Ich habe immer noch extreme Probleme mit meiner Beinlängendifferenz. Das ISG ist halt nicht in Ordnung, das Iliosakralgelenk. Deswegen habe ich die Squats gleich weggelassen. Meine Hüfte ist halt extrem zu, der Hüftbeuger. Und habe gleich mit Sumo Deadliften angefangen. Das hatten wir drauf, 140, ich glaube 6x5. Und auch hier habe ich sofort gemerkt, was ihr auch jetzt seht, die Hüfte arbeitet einfach so gut wie gar nicht. Ist alles zu, lässt sich schwer aktivieren. Ja, ist auch kein Wunder, wenn jetzt das rechte Bein halt fast 3-4 cm länger ist, ziehst du auf der einen Seite natürlich sofort eher, wenn du dich in den Boden drückst. Hab's aber durchgezogen, hat sich jetzt nicht so gut angefühlt, aber halt Hauptsache Volumen in die Beine kriegen. Seht jetzt noch den, glaube ich, das war der letzte Satz. Hab da wirklich immer versucht, trotzdem noch über die Gesäßmuskulatur die Hüfte nach vorne zu schießen, aber wenn das da alles krumm und schief ist, ist das halt schwer. Nichtsdestotrotz absolviert. Ja, was das Beintraining angeht, ist in letzter Zeit echt der Wurm drin. Es liegt aber halt wirklich daran, dass ich halt so eine extreme Disbalance habe. Aber no excuses, wird weitergemacht, auch da wird dran gearbeitet, auch das wird wieder besser werden. Um jetzt das Volumen noch voll zu kriegen, haben wir danach gleich die 45 Grad Presse gemacht. Auch nochmal 5 Sätze, da eher so pyramidenmäßig hochgearbeitet vom Gewicht. Und da wirklich rein auf die Mind-Muscle-Connection geachtet. Wirklich zu gucken, dass die Quads, der Beinstrecker, richtig schön feuert, arbeitet und nichts anderes. Deswegen auch keine zu hohen Gewichte. Das Problem ist, wenn eure Hüfte schief ist, habt auch das Problem mit dem rechten Knie, weil es halt ständig überlastet ist, weil das rechte Bein halt viel länger ist und das Knie immer mehr abkriegt. Ja, auch deswegen da Moderation. Wie gesagt, Pyramide hochgearbeitet. War vom Feeling dann ganz gut. Und habe dann noch den Beinbeuger gemacht. Diesmal nicht das rumänische Kreuzheben, sondern an der Maschine. Die Hammerstrange Maschine. Ganz normales Volumentraining. 3 Sätze, 10 bis 12 Wiederholungen. Und da als Tipp immer, was man jetzt hoffe ich auch sieht,
immer den Gesäßmuskel anspannen. Jetzt gehe ich langsam raus, spanne den Gesäßmuskel wieder an, Bauch fest, presse mich ins Polster und dann ziehe ich quasi hoch. Da auch als Tipp, wie ein Curl das Ganze sehen. Erstmal die Hacke hoch und dann zu euch, nicht gleich dran denken, die Hacke ranzuziehen. Erst Richtung Decke, zack, und dann zum Gesäßmuskel und fest in die Kontraktion rein. Auch wichtig aus meiner Sicht, diesen Muskel aus beiden Gelenkpositionen zu trainieren. Einmal von der Hüfte aus, ja, das ist dann halt eher das rumänische Kreuzheben. Dann habt ihr das eher von oben nach unten abwärts, und aber auch vom Knie aus, das war die Variante. Der Muskel braucht den Reiz von beiden Seiten. Dann Wadenheben, bin ich ja Team No Calves auf jeden Fall. Habe ich mir jetzt mal bei Alberto Nunez, 3DMJ Coach, einen Tipp geholt, quasi abgeguckt. Der hat halt immer wirklich, auch weil er so einen hohen Wadenansatz genau wie ich hat, den Tipp gehabt, immer unten komplett rausgehen aus der Spannung, dann anspannen und oben komplett rein, damit man nicht ständig die Spannung hat. Probiere ich jetzt mal aus, auch volumenmäßig 4 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen gemacht. Das war das Beintraining am Tag. Beintraining, Bauch haben wir noch gemacht. Ja, jetzt viel Spaß noch mit dem Essen, was danach gab, nämlich so einiges. Die ungeschönte Wahrheit. Ich komme gerade aus dem Beintraining. A, war das nicht so doll. Ich hätte vorher noch was essen sollen. Und B, habe ich, glaube ich, ein Gerstenkorn. Guck mal, ob ich da rauf komme. Da seht ihr es. Naja, er fokussiert hier immer nicht. Gucken. Na, auf jeden Fall seht ihr es da. Ich glaube, ich muss zum Augenarzt. Mal gucken. Obwohl, vielleicht ist auch nur gerötet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, soll das nicht das Thema sein. Ich hoffe, das gibt sich wieder. Nach dem Training gebe ich mir halt immer mein Kreatin. Meistens. Eigentlich egal. Ich würde die Tageszeit immer ähnlich halten. Und was ich jetzt seit Ewigkeiten mal wieder zu mir nehme, ist Glutamin. Habe ich halt noch von ESN. Ist noch nicht abgelaufen. Normalerweise braucht man das nicht, wenn man genug Fleisch zuführt etc. Jetzt in der Diät macht das doch schon wieder Sinn, so Muskelschutz ein bisschen aus meiner Sicht. Sonst ein Supplement, was man nicht braucht als normal Trainierender, aber halt jetzt im Cutten werde ich es wieder nutzen, direkt nach dem Training. 5 Gramm direkt in den Mund, rein damit. Ich gebe mir das jetzt mal, hier seht ihr gerade mein Eis wieder in der Mache. Da werde ich gleich auch noch mal einen kleinen Tipp zu geben, wie man das richtig schön creamy kriegt. Irgendwann fester dann auch immer durchgehen. Ich glaube hier jetzt, oder? Jetzt kann man ein bisschen laufen. Muss man anfangen mit Solarium. So, jetzt hat er sich festgefahren. Genau, dann könnt ihr auf Mixer stellen, weil dann fester die ganze Zeit. Ich mache das jetzt mal an und dann wird das auch richtig volumenreich. Also Tipp für alle, bei denen sich das Eis immer festfährt und ihr das nicht so richtig cremig kriegt. Erstmal so lange mit dem Stoßmixer mixen, bis es so fest ist, dass es nicht mehr spritzt. Dann oben mal mitrühren mit dem Stoß reiben. Und dann am Ende sieht das dann so aus. Jetzt kriegen wir das Volumen rein. Das werde ich gleich essen und dann muss ich heute Abend noch weiterarbeiten. Aber das seht ihr dann. Wettkampfvorbereitung. Läuft, geht voll ins Auge. Kurzer Tipp für alle, die Low-Fat, High-Carb machen. Die Pfefferbeißer von Viel Leicht gibt es bei Edeka und haben wirklich unter 3% Fett. Und das sind richtig so eine
man das? Ja. Mettwurst. Daraus mache ich mir jetzt die Schupfnudelfanne. Schupfnudeln gibt es bei Lidl für 99 Cent. Die gleichen wie bei Kaufland, bloß noch bessere Werte. Also bei Lidl kaufen, das als Tipp. Und dazu wird es Pizzatomaten geben rein. Bisschen Bolognese noch von gestern, von meiner Pizza. Und später mache ich mir noch Pfannkuchen. Seht ihr aber. Jetzt erstmal vorbereiten. Zwischenzeit duschen, Zeit nutzen. Und dann. Da ist Papa glücklich. Aber es gibt noch mehr. Dranbleiben. Mein Auge wird immer schlimmer. Letzte Mahlzeit des Tages. Zwei Pfannkuchen von Aldi, habt ihr eben gesehen. Mit Magerquark, mit Cinnamon Protein und ja, bisschen Sweet and Low oben drauf. Kurz in die Mikrowelle. Mm. So. Macros finished. Wir sehen uns morgen, denke ich mal.